Vorurteile. Man hört ja allenthalben, dass es schlecht sei, Vorurteile zu haben. Aber worauf bezieht sich das denn nun genau? Denn es existieren ja kaum Situationen, in denen man wirklich keinerlei Informationen hat und man deswegen ein Vorurteil haben könnte. Etwa bei einem Moslem oder einem Feministen. Da hat man ja bereits eine Information, nämlich hier ist ein Moslem bzw. Feminist. Wenn man nun über diese Kulte gut informiert ist, ist ein Urteil anhand dieser Informationen kein Vorurteil mehr, sondern ein mehr oder weniger, aber eben doch fundiertes Urteil. Um es etwas klarer zu sagen, wenn man die Information hat, jemand sei ein Nazi, da würde doch keiner verlangen, dass man da keine Vorurteile haben darf. Also, die Sache mit dem Vorurteil ist nicht so einfach, wie man meinen möchte. Urteile aufgrund vorhandener Informationen sind keine Vorurteile und deswegen auch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wie lange muss man den Nationalsozialismus studieren, um ihn wirklich zu verurteilen? Muss man wirklich erst Historiker sein mit Spezialgebiet Hitler und NSDAP? Oder genügt es, einige Eckdaten zu kennen, um die gesamte Ideologie rundheraus abzulehnen?